Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica mit mir Felix. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, was hier das Bauen angeht, und das ist kompletter Schwachsinn, was ich hier mache. Also, absoluter Bullshit. Man braucht ja scheinbar nicht mal eine einzige Foundation, deswegen, es gibt auch keine Wände. Das ist einfach aus dem Grund, weil man ganze Räume gleich findet. Also besser gesagt, man scannt so eine komische Boxen, über die ich jetzt schon tausendmal drüber geschwommen bin. Und ja. Das heißt, ich kann die ganzen Dinger hier erstmal abreißen. Dekonstruieren war Rechtsklick. Nee, hä? Nein, Quatsch, dekonstruieren. Ist das ein Q? Ja, Q. Zack, lecker. Ach, das ist. Lol. Das lasse ich einfach mal aus Prinzip. Nee, komm, weg damit. Braucht man nämlich nicht. Wir kriegen alles zurück, das ist gut. Also, Fazit, wir müssen jetzt ganz viele so eine komischen Boxen scannen. Von denen kriegen wir Blut. Oh Gott. Blutprinz. Prinz. Oxygen. Und es wird natürlich nachts, warum auch nicht. Ich habe jetzt nicht in die letzte Aufnahme reingeguckt, ob das so gut war vom Ton. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich habe einen guten Job gemacht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Zack. Was eigentlich sieht aber schon, also ohne Witz, es sieht schon schön aus hier. Das sind Quallen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Quallen sind nicht nett. Was sind das überhaupt, Quallen? Oh, ein Wasserfisch. Mehr hier. Ja. Nee, muss nicht. So, hier hatten wir auch nämlich so einen Teil, den gucke ich hier gerade. Wenn man nämlich genug von den Dingern dann scannt, von so einer kleinen Box. Dann über neue Sachen. Neue Blueprints. Da, sowas meinte ich. Ich wusste doch, wir haben sowas hier in der Gegend gehabt. Können wir mal hoch. Und wieder rein. Ich würde gerne nochmal ein bisschen schneller schwimmen. Huch, was hat denn hier so geflackert? So, mal gucken, ob das halt funktioniert. Weil wenn nicht, dann habe ich echt keine Ahnung. Das ist mein Schild verpackt. So, hier, scannen. Geht nicht. Es geht nicht zu scannen. Hä? Selbstscan F. Self-scan complete. Hier wurde nämlich gesagt, wir müssen diese Dinger hier scannen. Hä? Ich hab's auch in einem Video gesehen, dass man die Dinger hier scannt. Ich habe einfach keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach wieder, wenn ich Ahnung habe und wenn ich schon. Das ist aber viel Schrott. Wenn ich vielleicht schon ein bisschen was gesammelt habe. 30 Seconds. Ja, es wurde eh nach dann und bis gleich. Tschüss. Okay, also ich hatte hier jetzt gerade so ein kleines Teil von einem Seegleiter drin gefunden. Holy shit, war das versteckt. Ja, jetzt suche ich einfach weiter und gucke, ob ich weitere Teile finde. Dann bis gleich. Tschüss. So, ich sammle jetzt hier gerade mit Fabian zusammen, damit mir dann gleich zuguckt. Ein paar Sachen, damit ich das hier einfach schneller geht, weil ich übersehe halt ganz viele Sachen. Was war das? Radiationfallenfragment. What the fuck? In welchem Biom bist du gerade? Boah, ich hoffe, man hört dich in der Aufnahme überhaupt. Weil es ist schon so ein bisschen laut. Falls ja, hallo, ich bin auch dabei. Falls nein, egal. Du bist trotzdem dabei. Ah, hier ist mein Labortisch, den ich gefunden habe. Krasse Koop-Folge hier gerade. Oh Leute, hier ist noch was dran. Interaktives Gameplay mit mehreren Leuten. Ja, ich hätte irgendwas gescannt, aber es wurde mir nicht gesagt, was. Wow. Der Plan ist ja hatte, immer noch. Wenn du Sachen doppelt scannst, die du schon hast, kriegst du stattdessen nur Titan und nichts, kein Blueprint oder so. Ach, nur Titan. Boah, ich war schon mal hier in diesem Riff, hab mal ein paar Riff im Wrack, meine ich. Hab versucht, hier ein paar Sachen abzuscannen. Aber es ging halt nicht, also ich hab ja so ein bisschen Metallschrott versucht gehabt hier. Ja, bin einfach weitergegangen. Aber hier ist scheinbar doch einiges zu scannen. Nehme ich eigentlich gerade auf? Ja, das ist die Frage, ne? Das ist die Frage, ja, doch, ich nehme auf. Boah, das wird eine richtig krass anstrengend zu cutten, das Folge sein. Oder hier ist irgendwas, was ist das, was ist das? Schrott, toll, kann ich nicht mitnehmen.
30 seconds. Was ist das denn? Scan. Geht nicht. Kreaturenei. Leute, hier sind so hier ist rotes Gras auf dem Boden. Ah, da bist du. Ist die Map eigentlich generisch oder immer gleich? Immer gleich. Wie gesagt, die Einladung zum Zuschauen ist raus, wenn du dann fertig bist. Naja. Vielleicht soweit. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Code-Sharing-Scanner zeigen, dass die Biome. Wow, ja, toll. Da ist irgendwas im Sand unterwegs. Ein Sandteil-Dingsbums. Yay. Ja, und ich würde halt meine Base an so einem Algenwald, sag ich mal, bauen. Ich habe meine Base direkt unter diesen Live-Pod gebaut. Das ist ja fast in der Nähe. Wie ist Salz? Kann ich nicht mitnehmen. Inventar voll. Inventar voll scheiße. Das hier? Auch wieder Salz. Okay. Was bringt der Selbstscan? Kannst Status über dich erfahren. Single. Oh, geil. Neuer Fischi. 30 Seconds. Was genau suchst du? Sachen für Blueprint, damit ich endlich mal meinen Base bauen kann. Also irgendwelche krassen Teile, mit denen ich dann. Oh Gott. Du hast schon das Ding, ja, nutzt doch deine Röhre, kannst doch Röhren schon bauen, oder nicht? Und dann? Kannst du da drin deine Base schon mal anfangen, also. In Röhren? Ja, stell einfach mal eine Röhre bei dir irgendwo hin und du wirst sehen, die gibt dir unendliche Möglichkeiten. Unendliche Möglichkeiten. Hier, so eine scheiß Röhre jetzt hier irgendwie. So eine Segmente meinst du? Ja, Moment, ich habe noch eine Übertragung. Oder L-Glas-Segmente oder sowas. Ja, so ein einfaches I-Segment, genau. Boah, diese Verzögerung bei Dingens. Huch, huch. Nee, bist du komplett falsch. So ein I-Segment. Genau. Einfach irgendwie hinbauen jetzt hier. Einfach dort, wo du deine Base bauen willst, einfach hin tun. Okay. Und jetzt baue ich die Scheiße. So, und jetzt? Moment. Eine Luke rein. Genau, du musst irgendwie da reinkommen. Achte immer auf dir, wenn du Sachen baust, siehst ja oben links deine Hüllenstärke. Nein! Ja kurz was hab ich gemacht? Oder ich wollte es nicht abbauen. So. Ich ertrinke gerade. Schon wieder. Du musst immer auch auf die Hüllenstärke achten. Wieso? Weil wenn die Hüllenstärke zu niedrig ist, geht deine Base kaputt. Na, gut zu wissen. So, ich geh jetzt einfach mal die Scheiße hier rein. Ja, immer oben links angezeigt, wenn du Sachen hinzu addest. Enter Basen. Allerdings wirst du feststellen, dass wenn du da Basis bist, dass es noch wenig Sauerstoff drin. Ja klar, Sauerstoff und so ein Scheiß habe ich schon alles rausgefunden. Mit Solaranlagen kann ich theoretisch auch schon bauen. Ich bin übrigens auch gut, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, meine Base nicht geflutet wird. Ja, doch ist sie ja geflutet. Ich glaube, da ist einfach nur kein Sauerstoff drin, oder? So, und jetzt? Benutze wieder dein schönes Baugerät. Muss mal kurz warten, weil Übertragung und so. Ja, und so. Kann man Dinger. Oh ja, kann man. Komm, mach mal erstmal so. Und dann wirst du sehen. Glas, wie krieg ich denn Glas? Aus Quarz, ne? Ja. Quarz muss ich relativ viel haben.
Weil irgendwo musst du eine Luftpumpe finden, die du da anbringen kannst und eben auch den Solarpanel für Energie. Luftpumpe und so weiter, also habe ich schon alles gelernt. Ey, jetzt mal diese Stoppviecher schon wieder. Ey, verpisst euch von mir. Ey, jetzt verfolgen die mich, die mobben mich, Alter. Nein, wieso nicht? Oh Gott, Alter. Das Teil da hauen. Genau, schwimmende Luftpumpe könnte ich bauen. Ich kann auch schon auf eine stationäre bauen. Auch über mit dem Konstruktionsgerät. Ja, genau. Das wäre dann die normale. Oh, hier ist der Seegleiter übrigens. Was ist das hier unten? Gravitationsfalle. Toll. So, gucken wir mal, ob die jetzt immer noch rumschwimmen. Ja. Da ist schon wieder einer geschnappt. Noch irgendwas. Vielleicht nicht nach mir. Ich habe vergessen, das Glas mitzunehmen. Lasst mich in Ruhe, ihr seid nett, ne? Ihr seid ganz, ganz nett. Was ist die Kacke, ey? Die greifen einen ja an, ohne dass man sie angreift, oder? Ja. Aber ich muss sie einfach alle wegstützen. So hart ansehen. Dankeschön. So, jetzt mal nach oben. Denn im Fabrikator oder was es ist, macht man ja Glas, ne? Ja. Sehr gut. Nee. Doch. Doch. Nein, doch. Oh. Oha, auch krank. Ja, wie gesagt, ich hab höchstes Halskratzen. Ja. Willkommen im Club. Ich hab mich da unten nochmal eine Röhre gebaut, okay. Also, ja, was bringt mir jetzt? Warum sollt ihr jetzt die Röhre bauen? Ja, weil du da drin Fabrikator und so, und das ist deine Base quasi, bauen kannst. Dann kannst du später die Mehrzweckräume dran anschließen. Das sieht aber schön aus. Und kannst Spinde auch drin anbauen, wo du das deine richtigen Truhen sind. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Gehen wir mal rein hier in meine kurze Megabase. Ja, du musst immer noch die Luftpumpe da dran tun. Ah, aber. Okay, sieht schon geil aus, also sorry. machen wir mal hier mal ein I und ein L-Segment aneinander. Geil! Klar, richtig krass. Spind oder Wandspind? Er spinnt aus. Boah, er spinnt ist ein bisschen groß, oder? Wandspind, genau. Wandspind, okay. Hier kannst du dann auch noch umbenennen, damit du weißt, was da überhaupt drin ist. Ich sterbe wahrscheinlich gleich. Exit Base. 3 Sekunden. Oh Gott. Oh Gott. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, es ist immer Klose. So, Spind öffnen. Ah ja, okay, da ist schon ein bisschen mehr Platz drin, wie man sieht. Oh, mal rechts, also die Scheiße. Hier kannst du halt überall ran tun, so viel du davon brauchst. So viel ich mag. Boah, ich hab endlich mal wieder. Bau dir endlich mal eine Luftpumpe, damit du nicht immer erstickst. Ja, gute Idee eigentlich. Aber jetzt habe ich alle Sachen dafür rausgepackt gerade. Ich gehe nochmal rein. Boah, erstmal hol ich nochmal Luft. Also ich bitte auch Fabians Rumgehuste zu entschuldigen. Wobei, nö, den dürft ihr flamen. Ich schwimme gerade aus. Ja. Wollte ich nicht einen Break machen? Nö, ich baue ja gerade. Ach so. Ich nehme jetzt einfach mal das hier mit, was ich denke, was ich dafür brauchte. So, Luftpumpe Titan kann ich... zwei Stück, glaube ich. Luftpumpe muss ich mit Rohren dann wahrscheinlich nach oben. Ich gehe nochmal auftauchen. Ja, weil sonst brauche ich nicht. Nimm einfach das Konstruktionsgerät, ja. Schwimm zu deiner Base und such die Luftpumpe raus. In der Base dann oder außerhalb? Außerhalb. Okay, In der Base würde er irgendwie... Ne, den Wasserfilter baut man ja auch. Okay,
Aber dann baut man die sozusagen einfach in die Wand rein, oder wie? Du tust du einfach auf die da oben rauf oder so. Genau da, ja, Wasser, weil die Luft Ja, habe ich gebaut. einfach Und jetzt habe ich da unten Luft drin. ja. Nö. Dann fehlt es dir wahrscheinlich noch an Strom. Da Ja, musst habe du ich auch noch gerade überlegt. Solarpanel ran tun. Vielleicht sollte man noch Strom bauen. Das ist ja Wippel da oben drauf. Nochmal kurz auftauchen und wieder abtauchen. Sola. Hier. Scheiße, ich bin Quarz für. Da oben drauf am besten. So, genau so hätte ich das gerne. Für eine Schleife. Also, ist egal, wohin mit den Solarpanelen, oder müssen die Das ist irgendwie. eigentlich egal. Hauptsache das Ding ist da drauf. Ja, nee, auch die So, Luft jetzt bringt mir fehlt nichts, noch aber. Quarz. Denn let's take Quarz. Alter, wie viele denn einfach schwimmen gerade von den Dingern? Okay, gut, dass Fabio uns jetzt die Runde hier ein bisschen guidet. Alleine wäre das ein bisschen anstrengend geworden. Ja, wie gesagt, musst du ja mal alles durchlesen, was du so an Sachen und so drin hast. Ne, muss ich alle durchlesen hier. Ja. Naja, recht hat er ja. Von nichts kommt nichts. Papierfett. Ja, unterschreiben würde ich das auch nicht. Ja, so wie bei der Lateinarbeit, ne? Ich will mir abschreiben. Mit einer besseren Note Ja. kriegen. Um 5 Können muss man es Notenpunkte. halt. Hä, hey, mach zu, Junge. So. So, jetzt haben wir unten Luft drin. Nö. Immer noch nicht. Weil es dunkel ist und mit Solar natürlich keine Energie gerade hergestellt werden Ach kann. so, wow. Ist ja Ja. Energie 0 von 75, ist ein bisschen schwierig auf die Art. Also ist da sozusagen ein Speicher drauf, der dann in der Nacht sozusagen abgebaut wird? Okay, Du gut. hast jetzt einen Speicher von 75 Energiepunkten oder so und dann ja, wird sie eben verbraucht. Und Und der mit mehr Fabrikator Solaranlagen? braucht auch und so. Mit mehr Ja, genau, je Solaranlagen mehr erhöht man das. Solar Okay. und so, ja. Cool. Gut, dann helfen mal, dann suchen wir gleich mal am Tag. Weil eigentlich können wir jetzt schon mal weiter suchen und ich cutte das dann einfach raus. Dann suchen wir jetzt weiter irgendwelche Blaupausen, damit ihr mal hier so einen Allzweck, Mehrzweck, wer auch immer, Raum An basteln der kann. Stelle wäre gesagt, du hast einen Communicator, benutze mal öfter, dann geht deine, wird auch die Story weiter vorangetrieben und du wirst dadurch automatisch auch neue Dinge finden, die du brauchst. Also man kriegt sozusagen automatisch dann so hier Fabrikator gesendet oder sowas. Ja, du wirst dann eben dort, wo du hingeschickt wirst oder so, eben auch findest du eben Blueprints oder so auch. Okay, Klar, ein da bisschen musst du auch selber gucken, aber auch viel macht ihm die Story auch dazu. war stimmt, da war ja in der letzten Folge oben rechts so ein kleines Symbol gleich zum Anfang. Genau, Okay, immer bin. schön abhören, was da kommt. Jo, dann mache ich das jetzt mal. Jetzt aber ruhig. Psst. Passiert nichts. Ah doch. This is Life Pod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Ah, okay. Jetzt habe ich eine neue Position von irgendwelchen Leuten bekommen. Habe ich eine Map oder sowas? Nö. Yeah. Na, ich sehe gar nicht, ich fahre unten wieder nach Aber Hause. du siehst ja, wo dieser Punkt ist und da musst du denn jetzt als nächstes hin. Oh, dann machen wir das die Folge mal. Ich nochmal schnell, ob ich noch zu fressen dabei habe. Nämlich nicht. Ah, nicht immer. Ja, dann muss ich jetzt erstmal. Habe ich noch was im Inventar zu trinken? Ah, ja, hab ich. Perfekt. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Let's go. Hier schwimmt übrigens noch meine schwimmende Luft. Aua! Alter, what the fuck? Was machen die bei den Weltkrieg? Die komischen Explosionsfische. Oder hier ist eine Riesenröhre. Riesenröhre rettet die Welt. Nee, die ganze Scheiße hier. Lecker aus. Schön in die Unterhose stecken. Das sieht erstaunlich cool aus.
Der Captain. Oh, Alter, schon wieder so viele. Lasst mich, ich hab doch nichts getan. Fischi, Fischi, komm her, schnapp. Ich hab jetzt so einen Trailer gesehen und da waren einige fette Viecher dabei. Deswegen bin ich nie so tief bisher ins Wasser vorgedrungen. Tee. Getrunken? Vorgetrunken. Okay. Sag mir jetzt was genau. Na, jetzt wird's langsam heller und jetzt hat Solar gedöns Engine Energie. Ja, komm. Gold? Nein. Aber das nehmen wir auch gleich mal mit, wenn wir schon auf dem Weg sind, Leute, ne? Da war irgendwas richtig fett rotes. Oh Gott, Leute, was ist das denn? Okay. Aua, aua, aua. What the fuck, Alter? Hilfe! Auf meine Reaktion musste man so ein bisschen warten, weil ich habe ja ein bisschen. Naja. Kleinen Delay. Wir machen das übrigens gerade hier ein bisschen notdürftig. Da war es zum Scan 100 Pro. Dich scanne ich, aber auch richtig hart. Ja, ja. Krass gescannt. Ihr lasst jetzt von mir ab, ne? Okay, gut. Ja, nicht wehren ist tatsächlich das Richtige. Okay, hier ist halt jetzt irgendwie was. Was muss ich immer? Ah. Integrating new PDA data. Die werde ich jetzt wahrscheinlich wieder hier in meinem Dingens benutzen können. Also Baupläne und so weiter, oder? Du bist nicht ernsthaft gerade wieder rausgegangen, ohne das eine damit zu nehmen. Moment, was denn? Okay, ich war das. Du musst die Dinge genauer untersuchen. Ah. Ah. Okay. Gut zu wissen. Ja, hier ist noch irgendwas drin. Also da war jetzt noch so ein. Ja, hast du ja gesehen. Da hast du deinen Blueprint. Huch. Oh Gott. Boah, hab ich gerade erschreckt. Ja, wenn wir zurück sind, dann würde ich nochmal hier schnell irgendwie was basteln. Und dann würde ich die Folge auch schon wieder beenden. Krasse Koop-Folge. Ja. Schlopp. Oh, läuft die Zahl hin. Sieht eklig aus. Ah, voll. Du meinst ja, in so einen dicken Röhren hier könnten auch Gold vorkommen dort sein. Die habe ich schon gescannt, die Viecher. Kann sein, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich muss halt gucken, es gibt Kalkstein-Ansammlungen und Sandstein-Ansammlungen, also die du kaputt machen kannst, wo ein Item rauskommt, du musst irgendwie Sandstein sammeln. Ich glaube, am Anfang habe ich die zwar alle kaputt gemacht, ohne das Item aufzusammeln. Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das hast du immer noch mit eingesammelt. So. Okay, da kommen schon wieder welche angeschwommen. Finde ich ja gar nicht gut. Dann ist meine baldige Base. Die baldige Base. Welcome aboard, ja, Captain. Jetzt ist aber um diese Luftpumpe schon die ganze Zeit. Neues Blueprint, meintest du, haben wir jetzt. Ah ja, da haben wir es tatsächlich. Bestandteile unbekannt, willst du mich verarschen?
ich sehe es gleich wahrscheinlich. Zu meins. Achso, ne, das hast du gar nicht eingesammelt. Aber ich hab's jetzt wenigstens schon mal. Nee, ah, guck mal, hier weil sonst nicht würden die Sachen nicht unbekannt sein. Nee, ich hatte das ja vorher nicht drin. Also. Aber trotzdem fehlt dir noch. Okay, das heißt, wir müssen dann später noch weiter suchen. Supi! Ja, es kommt ja, wie gesagt, alles über den Communicator und diesen Lobby-Sachen. Ah, okay. Gut. Und du hast ja jetzt auch ein PDA von dem anderen gesammelt, wo du eben das noch eben dir das anhören kannst, ach, ja, zu wissen, was da passiert ist. Das mache ich in der Basis dann da oben, ne? Am Kommunikator oder wie? Nö, das PDA hast du hier dabei. Ach so. Mit Tab und dann, ich sehe jetzt oben die Reiter nicht. Ja, ja. Tab, so. Mal gekriegt. Ja genau, da kannst du auch immer sehen, was du gerade neu bekommen hast bei dem Bau. Ja, alles, weil ich gucke das erste Mal rein. Ja gut, ne? Aufzeichnungen. Kommunikator, Empfang vor Aufzeichnung, Notruf. Na, das ist ja ganz rechte, müsste das theoretisch sein. Datenbank, Baupläne, 1, Ausrüstung, Strahlungsdingens, toll. Downloads, Überlebende der Aurora, ah, so hieß das Schiff. Rettungskapsel 3. Ja, dann hört man sich nicht an. You think there's something out there that's faster? You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Ah. Ach, jetzt muss man übrigens auch den Mausfall wiedersehen. Apropos. Ja, gut, okay, krass. Toll. Aber schon cool mit den. Also, wenn man nicht so rausguckt, also ich muss sagen, das ist wieder geil an Unterwassersachen. Die Aussicht. Na, du Arschloch, kommst du nicht rein, wa? Okay, jetzt hast du doch reingekommen. Hä? Deine Flosse ist reingekommen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Subnautica spielen. Aber dann nur mit mir, nicht mit Fabian, hoffe ich. Weil dann brauche ich keine Hilfe mehr. Dann bin ich nicht mehr überfordert. Da verschluckt das nicht gleich. Alter, was ist denn los mit den Jungs hier? Verpisst euch mal. Tschüss. Tschüss.